Boss Hoss. Dieses Motorrad entstand in den USA 1990, als ein Mann namens Monty Warren für sich ein Motorrad suchte, das 3 bis 4 Mal so viel PS hat wie ein auf dem Markt befindliches Bike. So kam er also auf die Idee, aus einem Stockcar den V8 Chevy Motor auszubauen und um diesen herum einen Rahmen, eine Gabel und 2 Räder zu bauen. Das Ganze sollte einen Cruiser-Stil haben und angenehm zu fahren sein. Mit diesem Eigenbau fuhr er dann zur Daytona Bike Week und erntete großes Lob und jeder wollte natürlich wissen, wo es genau dieses Bike gab. Und da stand dann für Monty fest, er musste mehr von diesen Dingern bauen. Und so entwickelte sich in den letzten 15 Jahren aus Monty Warrens kleinem Laden eine große Fertigungsstätte. Heute werden in Dyersburg im Bundesstaat Tennessee auf einer Fläche von 770 Quadratmetern diese Monster in Serie gefertigt. Hier werden die Rahmen entwickelt, geschweißt und anschließend pulverbeschichtet. Alle Teile werden von der hauseigenen Dreherei und Fräserei selbst hergestellt. Der Motor wird von Chevrolet zugeliefert und dann modifiziert. Hierbei gibt es keine Grenzen. Je nach Kundenwunsch können die Motoren bis zu 10 Liter Hubraum haben. Auf einer großen Fertigungsstraße werden die Motorräder von den Mechanikern in Handarbeit zusammengesetzt. Nach der Endmontage wird dann jedes Bike auf einem Prüfstand und auf der Straße getestet. Auf den großen Biker-Events wie Daytona oder Sturgis können an diese Monsterbikes Probe gefahren werden und die Leute sind vollkommen begeistert. It was exhilarating. It was the most power I've ever felt underneath me. He went, man, we were just zooming down the road. It was great. If I had the chance, I'd trade my Harley in a second for one, for sure. Power. Oh, the power is like overwhelming. It's a sweet bike. I enjoyed myself a lot. If I can do it, you can do it. Und somit findet dieses Powerbike nicht nur in den USA eine große Fangemeinde, auch in Europa hat dieses außergewöhnliche Motorrad seine Liebhaber. Wir treffen diese kleine Gemeinde der Boss Hoss Enthusiasten in der Westernstadt Pullman City 2 bei Hasselfelde. Wolfgang Hagenberger lud alle Fahrer dieser Boliden zu einem großen Treffen ein und sie kamen fast alle. Die Vorarbeit von Freund Olaf Hennig hat sich gelohnt. 44 dieser Monsterbikes aus ganz Europa fanden den Weg nach Hasselfelde. Wie kam es zu der Idee? Ja, ich bin selbst Boss-Hoss-Fahrer und das ist immer schön, wenn man Gleichgesinnte treffen kann oder wenn sich einfach ein paar von diesen Powerbikes zusammenfinden. Wir machen einfach seit Jahren, treffen uns eigentlich immer schon in Fergs, in einer kleinen Gruppe. Und da ist uns letztes Jahr einfach eingefallen, wir machen mal ein internationales, europäisches Boss-Hoss-Treffen. Und das veranstalten wir hier in Pullman City, weil wir einfach die Location, die Möglichkeit haben. Und im Aufruf sind also weit über 40, 45 Boss-Hoss-Fahrzeuge sind hier am Platz. Also ein Riesenerfolg. Also 1997 war das erste Mal in Daytona und da habe ich das erste Mal dieses Bike gesehen und dann war ich einfach infiziert, dann hat es her müssen und seit 97 fahre ich Boss Hoss. Eine Boss Hoss ist also scheinbar ein Virus. Der Kick dabei ist diese unglaubliche Beschleunigung. Dieses Teil braucht nach deutscher Messlatte von 0 auf 100 Stundenkilometer nur 1,5 Sekunden. Wenn man bei 60 Stundenkilometer den Gashahn aufreißt, dann heißt es gut festhalten. Denn dieses Gerät katapultiert seinen Reiter in 2,8 Sekunden auf 200 Stundenkilometer. Das ist eine geballte Kraft, das ist eine Ladung PS aus 8 Zylindern, aus 5,7 Liter Hubraum im Smallblock oder aus 8,2 im Bigblock. Und das ist einfach ein Motorenfeeling, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist Fahrspaß pur. Wir wollen es von einigen Fahrern genau wissen. Was ist der Kick an einer Boss Hoss?
das Motorrad lebt. Ich bin früher bin ich Harley gefahren und ich habe mich in der Bosshaus am Farker See sofort verliebt, als ich sie einmal gesehen habe. Und es lebt einfach. Der Kick ist einfach, dass du nie fertig wirst mit dem Motorrad. Ich kann mir keine vernünftigen Hosen mehr kaufen, weil die ganze Kohle da drin steckt. Nach 13 Jahren fahre ich Bus, dass meine Kasse geht, meine Haare kommt noch Kick. Ich erzähle nur, das kommt noch rechts so. So das bleibt ein Kick hier, ehrlich. Oh, the acceleration. I just to hit it, open up the secondaries and just turn a rear tire. Have a great time. Die schönste ist, wenn sie 140 fahren und die Autobahn so ganz so gemütlich. Und da kommt dann eine Plastik, ein japanischen dabei. Nehmen Sie dies mit zwei Händen Vollgas und dann patiniert das noch und weg. Du kannst ruhig ehrlich sein und kannst sagen, dass du bei gewissen Geschwindigkeiten auch kommen kannst auf dem Motorrad. Power, Power, non plus ultra. I'm enjoying being able to pass anything whenever I want to. Ja, erstens mal diese Urgewalt von dem Motor, dass man das einfach beherrschen kann, das ist eigentlich faszinierend. Fast, straight line, really, really quick. When you have started to drive a Bosshaus, all other bikes is nothing. Weil an sich kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen, dass man so ein großes Teil wirklich auch wirklich beherrschen und fahren kann. Aber die Praxis zeigt, es ist sehr einfach, überraschend einfach. Also man kann wirklich sagen, wenn man eine Harley Road King fahren kann, dann kann man auch so eine Bosshaus fahren, das ist also kein Problem. Es sind die unterschiedlichsten Typen, die eine Bosshaus fahren. Und unser Glaube, es sei ein Spielzeug für Reiche, bestätigt sich nicht. Ronnie Piesens hat die einzige Bosshaus-Vertretung in Europa und weiß, wer diese Bikes kauft. Ah, das ist servicebereit. Ich habe Leute, die normale Arbeit machen. Die arbeiten von 8 Uhr in der Morgen bis 5 Uhr in der Abend. Und eine Fabrik, sag mal. Und dann habe ich Leute mit sehr viel Geld. Die kaufen das und die fahren das nicht. Und dann habe ich die echte Motormaus, sag mal, die kaufen, ja, die kaufen das und die fahren alle Tage. Wie kommt man dann zu einem Bike? Es gibt natürlich in Europa ein paar Händler. Einer sitzt in Belgien, einer sitzt in Holland momentan. In Deutschland gibt es noch oder leider keinen mehr. Es war früher wie in Bremen. Die gibt es aber leider nicht mehr. Und jetzt ist ein Freund von uns, auch natürlich ein Bosshaus-Fahrer, der in Köln jetzt versucht, hier den Distributor für Europa bzw. Deutschland zu machen. Selbst ein begeisterter Schrauber und einfach ein absoluter Motorenspezialist. Und das ist der Andreas Müller. Und der wird, ich denke, demnächst, wenn wir die Karren über den beziehen können, und es ist natürlich auch möglich, über das Ausland, über USA direkt so ein Bike einzuführen, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Und wenn man mit den TÜV-Vorschriften und mit den Sondergutachten, es hängt einiges dran. Sollte man also nicht so blauäugig sein und sich so einen Ofen aus den Staaten holen. Er muss natürlich den deutschen Straßenverkehrsnormen entsprechen. Und da sind einige Umbauten erforderlich und da braucht man Spezialisten. Und ich denke, der Andreas Müller in Köln, der wird es dementsprechend oder demnächst machen. Andreas Müller und sein Partner werden sich demnächst um Bosshaus-Interessenten kümmern. Erklärt uns auf. Ich sag mal, einfach kaufen und alleine zum TÜV fahren ist quasi unmöglich. Wir versuchen das jetzt hier in Deutschland aufzuziehen und mal anzufangen. Im Moment kannst du in Belgien und in Holland kaufen. So, und wir versuchen es jetzt für Deutschland zu machen. Wir werden jetzt einen Laden eröffnen in Köln. So, die Gutachten laufen im Moment noch über einen Holländer, wobei Bosshaus da jetzt versucht, unterstützend mitzuwirken, dass wir halt auch hier für Deutschland ein ECE-Gutachten kriegen, so dass das eigentlich in Zukunft unproblematischer werden könnte. Wie reagiert ein TÜV-Prüfer, wenn man mit so einem Bike ankommt? Ja, das ist immer mit gemischten Gefühlen wahrscheinlich. Ich meine, die schlagen erstmal die Hände über den Kopf zusammen. Ich sag mal, die TÜV-Prüfstellen, die diese Motorräder bis jetzt geprüft haben, sind ein bisschen aufgeschlossen. Aber ich sag mal, jetzt einfach so zum TÜV fahren, ist eigentlich unmöglich. Wegen der unglaublichen Motorisierung dieser Bikes ist die Zulassung in Deutschland aber nicht einfach. Also in den Motorrädern werden 5,7 Liter und 8,2 Liter verbaut. 5,7 Liter mit 350 PS und 8,2 Liter mit 500 PS. Wobei das natürlich nach oben offen ist, je nachdem, was du an dem Motor veränderst. Die Hauptprobleme beim TÜV sind die neuen Emissionsvorschriften, die wir seit Mitte letztes Jahr haben.
Diese mit einem 8,2 Liter Vergasermotor einzuhalten, ist eigentlich nahezu unmöglich, ohne zu tricksen, ohne Luft reinzurühren und so weiter und so fort. Aber Boss baut jetzt mittlerweile für Kalifornien auch Einspritzanlagen auf diese Motorräder. Und da versprechen wir uns sehr viel von, dass wir da vielleicht irgendwo hinkommen, da das Ganze unproblematischer zu gestalten und vielleicht ein ECE-Gutachten zu bekommen. On this time I'm the distributor Bossos for Europa und meine Werkstatt ist in Belgien. Ich suche auch seit 2 Jahren hart, um einen Händler zu bekommen für Deutschland, was für Deutschland ist in diesem Augenblick die größte Markt, sag mal. Viele Bossos sind für Deutschland und England, das sind die 2 meisten Bossos da. Die Bikes liegen, glaube ich, beim Grundpreis momentan $45.000. Was ungefähr jetzt so 35.000 Euro entsprechen dürfte. Dann ist allerdings noch nicht viel dran. Ihr habt ja gesehen, die Bikes sind alle individuell. Es gibt keine 2 gleichen. Das sind also wirklich lauter Einzelstücke. Es sind auch Einzelhandfertigungen in Dyersburg. Und somit hat jedes Bike irgendwo seinen besonderen Charakter und sein Individuum. Und da ist nach oben hin keine Grenze. Also ich sage jetzt mal, von 35.000 Euro bis 60.000, 70.000 Euro sind da alles. Alles ist da möglich. Ende offen. Ich sag mal, wir sind jetzt ungefähr so hier bei 75. Ich sag, wird wahrscheinlich täglich mehr werden. Keine Boss Hoss gleich der anderen. Customizing wird hier großgeschrieben. Das fängt schon bei der Lackierung an, denn die meisten Boss Hoss werden unlackiert ausgeliefert. So kann der Kunde sein individuelles Lackdesign selbst bestimmen. Komplettumbauten wie dieses zum Traktor mutierte Gefährt sind allerdings selten. Der Teufel liegt im Detail und im Motor. Auch Andi Werner, der zweite Mann bei Bosshaus Köln, hat sehr viel verändert. Das ist also vieles nicht mehr so, wie es war. Es ist eine ursprüngliche 5,7 Liter. Und es sind natürlich viele Sachen verändert worden. Das Hinterrad ist umgebaut worden. Und die Lackierung ist halt extra. Das Motorrad hat 355 PS und ist ein 5,7 Liter V8. Kann man das überhaupt ausfahren? Selbstverständlich. Ich brauche jedes einzelne PS, was da drin ist, wird genutzt. Das Motorrad hat 500 PS, 8,2 Liter und ist einfach Wahnsinn. Das Motorrad springt nicht an, es explodiert und das Motorrad lebt. Warum braucht das Motorrad so viel PS? Ja, ob man sie wirklich braucht, ist die Frage. Aber ich meine, was braucht man wirklich im Leben? Das ist einfach ein Spielzeug. Was ist das Besondere an deinem Motorrad? Das Besondere ist, es ist halt ein 8,2 Liter Motor, ein Big Block mit 500 PS. Und du wirst einfach nie fertig mit dem Motor. Du kannst umbauen ohne Ende, immer weiter. Das ist halt die Liebe zum Detail. Normalerweise sind 2,30er Reifen drin. Das ist jetzt eine 10 Zoll Felge mit einem 300er Avon. Okay, es geht los, dass normalerweise alles mit normalen Gummileitungen verlegt wird. Das wird dann hier alles in Edelstahl. Hier ein Auffanggefäß für Kühlwasser. Eine Spritdruckanzeige für den Vergaser. Und alles Mögliche. Eine andere Lichtmaschine, ein geänderter Starter, eine absolut verbotene Auspuffanlage. Olaf hat das Treffen mitorganisiert. An seiner Boss ist fast nichts mehr original. An meinem Bike ist das ist ein Gewürfel aus allen Baujahren. Ich habe von allen Baujahren, so die ich fand, die schönsten Teile genommen. Das ist zum Beispiel eine 2000er Sitzbank. Das ist ein Kühler von der 8,2 Liter Bosshaus, um dem thermischen Problem vorzubeugen, weil der Standardkühler, da ist die früher sehr viel zu heiß mitgelaufen. Ich habe eine Serienfelge, die ist verbreitert auf 9 Zoll. Mit einem 265er Autoreifen, die ersten Bosshaus, die wurden auch so mit Autoreifen ausgeliefert. Und die heutigen haben die Motorradreifen, das ist halt eine Ansichtssache. Ich mag eigentlich lieber die Autoreifen, das ist so halb-halb. Die einen mögen die Motorradreifen halt besser und die anderen die Autoreifen.
Die Bikes sind vom Schmutz der Anreise wieder gereinigt und nun wird's aber Zeit, in die Main Street zu fahren. It's trouble. Downtown tonight, Teddy boys, we're gonna start a fight. It's trouble. Downtown, Teddy boys are all around. It's trouble. Downtown tonight. Jump can't jump to crazy feet. A bop can't bop with your stomp and feet. Rock and roll is wild and loud. Listen to the Teddy boys. Die Stadt ist voll mit Bikes von Boss Hoss, aber es dürfen auch andere Fahrzeuge teilnehmen. Denn außergewöhnliche Gefährte sind in Pullman City immer willkommen. Dieses V8-Bike ist keine Boss Hoss. Indien-Spezialist und Sammler Christian Timmermann hat dieses Fahrzeug schon vor Jahren für sich gebaut und dann veräußert. Sind wir aber neugierig und Andreas erklärt uns ein paar dieser Boliden. Das ist ein 96er Kupplungsmodell mit sehr viel Umbauten. Ein geteilter Tank mit einem Scoop drauf, mit schwingender Fender. Und das Besondere an dem Ding ist natürlich halt, dass er noch eine trockene Kupplung hat, eine trockene Einscheibenkupplung. 5,7 Liter und der Junge ist bis hierhin gefahren, der kommt aus Finnland. Das ist also eins von den ersten noch. Das ist also so, müsste eigentlich so 93, 94 sein. Würde ich mal so scherzen. Das ist einfach die zwei Tankhälften von der Harley oben mit einem Blech zusammengefasst und die Armaturen dann da eingelassen. Genau wie die Krümmerverkleidungen noch ziemlich rustikal sind. Ich glaube, das ist das absolute Sahnestück hier auf dem ganzen Treffen. Das ist ein kompletter Aluminiummotor drin. Auch ein Big Block, ein 8,2 Liter. Der Tank ist nur noch eine Attrappe. Nimmt Elektronik und sonstige Sachen auf und er hat hier unter dem Tank, unter der Sitzbank einen 42 Liter Kraftstofftank drunter. Besitzer Birger Hansen aus Dänemark weiß noch mehr zu erzählen. This is a Donovan engine. This engine they normally use on the drag race cars. The speed should be 330. How many PS? 655 PS. Und was kostet der Spaß? We don't want to talk about this because if my wife hears this, she would like to have a new car, new clothes, new kids, new house. Wie kommt man dazu, sich so ein Bike zu kaufen? Also ich sag mal, die meisten Boss-Hoss-Fahrer sind frühere Harley-Fahrer oder Goldwing-Fahrer. Ich komme jetzt in dem Fall aus der Goldwing-Ecke, aber mir steigert sich da so langsam hoch, dass man eben große Motorräder fährt und dann irgendwann sagt, Mensch, wenn ich das da sehe, das muss ich haben. Also die Maschine hat einen Hubraum von 8,2 Litern und hat 508 PS. Also es reicht schon aus. Ja, das ist hier meine Haus, Baujahr 97, ist ein Small Block, also ein 5,7 Liter Edelbrockmotor mit 325 PS. Ich habe also alles ein bisschen umgebaut. Das ist also ein spezielles Airbrush, also wie ich mir das vorgestellt habe. Die amerikanische Flagge, es sind einige Chromteile ersetzt, Lenker ist anders, Windschild ist drauf, der Motor ist noch ein bisschen zusätzlich getunt, anderer Hinterreifen ist drin und ein paar so Schnickschnackteile. Man kann eigentlich immer dran rumschrauben, an so einer Karre, man wird nie fertig. Ne? Wie lange fährst du schon Boss Hoss? Jetzt ist das achte Jahr. 7 Jahre bin ich Small Block gefahren und jetzt habe ich mir ein großes Teil geholt. Will richtig Motorrad fahren. Was sind die Specials an deinem Bike? Ja, weil Lackierung habe ich selber gemacht und gehört zu mir wie das Amen in der Kirche. Da
Dann war ich in Daytona und habe dieses Gerät gesehen, habe ich gesagt, kostet was will, ich hole mir so ein Teil. Dann habe ich hab das erste Motorrad in der Schweiz, ich glaube in Europa gehabt, Bossos. Nein, nicht das erste, der zweite, dritte. Mittlerweile schon fast 100.000 Kilometer gemacht. Bill van Zandt ist zu Besuch aus Dyersburg. This is wonderful to see all the different ones from the different years here. I am very happy to be here from Dyersburg. And the hospitality has been wonderful. The food is great. Everybody's been wonderful to me. My German's not very good, but when I try to say something, everybody helps out. Den ganzen Tag lang wird eifrig fachgesimpelt und von einem Bike zum anderen geschaut. Was hat der, was ich nicht habe? Ah, das könnte ich vielleicht auch noch umbauen und so weiter und so weiter. Wir treffen Uwe. Er holte sich vor 12 Jahren eine Boss Hoss aus den USA. Der Kick ist einfach die Faszination. So ein Motor, der eigentlich für in der V8-Szene für die Autos gebaut wurde, in ein Motorrad und in einen kleinen Rahmen zu bändigen. Und diese Kraft des V8 auf zwei Rädern zu bewegen. Und die haben wir vor 12 Jahren, war das die erste, wo in Deutschland über den TÜV ging. Hat zwar 2 Jahre gedauert, heute mit diesem Euro-TÜV geht es etwas schneller und besser, aber damals hat es viele Probleme gegeben. Ja. Alfred, Kneipen- und Campingplatzbesitzer aus dem Odenwald, hat einen guten Grund, Boss Hoss zu fahren. Das ist das erste Motorrad, wo ich schlank drauf aussehe. Ganz einfach. Ich habe so viele Motorräder gefahren. Und immer haben sie gesagt, der Aff sitzt auf den Dingern, weil ich so groß bin und breit. Ne? Und auf der Boss Hoss, da wirke ich mal richtig schlank. Also ich habe sie schon 8 Jahre. Ne? Und an der Anfangsmodelle waren sie noch nicht so perfekt. Und da habe ich halt mal ordentlich schrauben müssen, dass sie gelaufen ist. Ne? Jetzt gehen sie ja, die neuen sind okay. Kann ich nur empfehlen zu kaufen. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt ist sie zuverlässig. Und was ist zuverlässig? Zuverlässig ist normal Traktor. Ne? Dann kannst du immer nur tanken und zackern, ne? Oder irgendwas machen. Deswegen habe ich die zum Traktor lackiert. Und auch, um aufzufallen, da ich eine Kneipe habe. Und ja, Negativfärbung ist heutzutage angesagt. Aufgefallen ist uns dieses V8-Trike, das seine Anbauteile aus Gondeln einer ehemaligen Geisterbahn entnommen hat. Wie kommt man da drauf, sowas aufzubauen? Tja, die Frage stellt mir auch immer, keine Ahnung. Ist so aus dem Bauch herausgekommen und dann passt das schon. Ein echtes Trike der Boss Hoss Familie ist dieser heiße Schlitten aus England. Neben den Motorrädern werden in Dyersburg auch Trikes in den verschiedensten Formen gefertigt. Nach eigenem Wunsch kann man sich Heckteile von amerikanischen Autos wie zum Beispiel Cadillacs, Bel Airs oder Corvettes bauen lassen. I bought the trike from Missouri in America last year and we went down to the factory in Dyersburg. We rode the bike all the way through America down to Memphis, through to New Orleans, then rode it across the Panhandle of America through to Florida. Up to Daytona and then shipped it out through Jacksonville. And then when we got it home, we stripped it to pieces and did the work on it to make it as we want it. And we got it finished about a month ago. Then we drove over from Sheffield, which is about 1,200 kilometers, to come here. Keine Boss Hoss gleich der anderen. Jede fasziniert auf ihre eigene Art und Weise. Also es ist natürlich ein imposanter Eindruck, den man hier sehen kann. Und wir haben ja hier in Pullman City verschiedene Motorrad-Events. Und wenn man da schon die großen Harleys sieht, die hier neben den Boss Hoss eigentlich aussehen wie kleine Roller, ist natürlich Wahnsinn. Also es ist geballte Kraft, Masse, einfach brutale Motorräder, die richtig gut aussehen.
bis Samstagnachmittag. Die Gemeinde startet durch zur großen Ausfahrt durch den schönen Harz. Die Stadt erzittert beim Start aller Motoren und für die Besucher ist dies ein Riesenspektakel. Motoren sammeln sich alle und nach den letzten Instruktionen setzt sich der massive Konvoi in Bewegung. Zwei Stunden lang geht es durch den kurvenreichen Harz und wehe, wenn die Straße gerade wurde. Dann werden die Pferdchen nämlich mal laufen gelassen. In Alexisbad am Hotel Habichtstein gab es Getränke und Thüringer Bratwurst für 1 Euro. Und die Touristen, die haben solche Motorräder scheinbar noch nie gesehen. Ja, sowas habe ich ja noch nie gesehen.
überhaupt vom Boss Hoss habe ich noch nie was gehört. Super, wunderbar. Und der Klang ist super. Der Ausflug nahm dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch als geplant. Aber bei diesem Wetter hat doch jeder gerne die Nase im Wind. Jetzt sind alle Monsterbikes wieder in der Stadt und die Besucher können in Ruhe staunen und fotografieren. Und wenn schon alle da sind, dann kann auch gleich mit dem Showprogramm begonnen werden. Claudio ist quasi schon Profi in Sachen Burnout. Und mit 500 PS auf dem Hinterrad, da raucht's gleich gewaltig. Eine Bikeshow im ursprünglichen Sinn gab es nicht. Trotzdem wurden aber von Wolfgang und Veranstalter Werner Simon ein paar Pokale vergeben. 44 Haushalts, die hier angekommen sind an diesem Wochenende zum ersten internationalen Meeting. Alle wunderbare Bikes und jeder hätte eigentlich den Pokal verdient. The Farthest Way, the Comedy here, the Common City.
Bossos meeting. Thank you very much, I appreciate it. This is for the Mr. Burnout. Neue 8,2 Liter Bossos, frisch im Park aus den USA. Ein Tonner gefahren dieses Jahr, sehr gut. Wir werden uns mit Sicherheit in Fahrt wiedersehen und dann nächstes Jahr alle für die okay. Danke, Claudia. Congratulations. Thank you. Second place for this presentation. Thank you very much. Umbau. Er hat eben im Alfred die höchste Kilometerleistung auf seiner alten Bosshaus in der 95 und der 96 Umbau. Und Fachmann John Deere. Ja, wo sind die Fotografen? Ich möchte Ihnen von der Uwe, wie gesagt, alter Freund aus der Bosshaus-Familie, wie bei einer so vielen Pferd schaut, die Karre ist aus, einfach die dreckigste Bosshaus. Und der Olaf kommt jetzt hier mal in die Mitte, dass er den alle mal kennt. Der Junge hat eigentlich hier die ganzen Einladungen verschickt und ist dafür verantwortlich, dass weit über 40 Bikes hier aus ganz Europa den Weg nach Pullman City gewonnen haben. Olaf, danke für die taufe Arbeit und wir machen weiter. Spaß haben ist angesagt in Pullman City und den haben die Besucher beim Bikini Bike Wash. Alfreds Traktor war von der Anreise sowieso ein wenig verschmutzt und die Gelegenheit war günstig, sich den Staub des Tages von der holden Blonden gleich mit abwaschen zu lassen. Die nachfolgende Dusche kam allerdings etwas überraschend. Noch schnell ein Burnout und dann geht's auch schon nahtlos zum gemütlichen Teil über. Und um das Essen besser verdauen zu können, gibt's einen wilden Ritt durch die Stadt. Geil! Absolut Hammer! Beste, was es gibt! Cool! Enorm, dass er überhaupt das Ding im Griff hat. Also nicht zu toppen. Cool. Und die nächste bitte. In der Music Hall hat die Party mit der englischen Rockabilly-Band Johnny and the Rockos begonnen und Zauberer Claudio, der unterhält seine Gäste mit Kunststücken. Thank you.
Claudio kann es einfach nicht lassen, aber diesmal gibt es einen ganz besonderen Burnout. Wolfgang besorgt in der Zwischenzeit das hierfür benötigte Feuerzeugbenzin. Jetzt wird der Hinterreifen ordentlich besprüht, aber doch bitte nur der Hinterreifen. Jetzt heißt es feuerfrei für den Zauberer. Geben dann die Pullman Sherrys eine kleine Cocon-Darbietung und die Partywilligen, die feierten bis zum Morgengrauen. Sonntag ist dann leider schon wieder der Tag des Abschieds. Nach und nach verlassen die Monsterbikes die Stadt. Claudius Fender ist durch den Feuerburnout etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, aber er will demnächst sowieso auf Superbreit umbauen und muss jetzt schnell nach Hause. Jetzt fahre ich noch 800 Kilometer, aber mit diesem Gerät überhaupt kein Problem. 180, 90 auf der Bahn, ne? 4, 5 Stunden. Alle waren mit dem Treffen hochzufrieden und niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass so viele kommen. Hat uns sehr gut gefallen. Ja. Es hat endlich mal jemand es auf die Reihe bekommen, uns Bushausfahrer in so einer großen Stückzahl auf einen Haufen zu kriegen. Also wir haben schon vor Jahren probiert, in verschiedene Bikerkneipen von Kumpels, aber mehr als 4, 5 oder wir haben mal 8 Stück, haben wir nicht zusammenbekommen. Aber hier waren wir jetzt gut 40, 45, gell, haben wir gezählt. Also ist auch die richtige Location hier. Also das Pullman City ist immer wirklich auch von der Preise her alles richtig fasziniert. Hat gepasst. Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein. 100%. Und ich denke, perfekt. Es kann nicht besser sein. Jetzt fängt es an zu nieseln. Also wir haben tolles Wetter gehabt. Super. Freue mich auf nächstes Jahr. Absolut genial. Geniale Location. War für nächstes Jahr schon wieder alles klar gemacht. Nur länger. Ich fand das Treffen sehr gut. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist sehr familiär gewesen. Die Location ist einfach optimal. Ja, es war super. Es hat sich absolut gelohnt. Also wir hatten noch nie gedacht, dass so viele Leute kommen. Und ich freue mich einfach nur. Ich habe die Jungs angerufen und es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind und dass so viele von so weit gekommen sind auch. Ne? Es war wirklich international. Es waren aus Polen, aus Finnland, aus Dänemark, aus Schweden, aus England, aus Norwegen, aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Österreich und natürlich auch aus Ungarn einer da. Unvorstellbar. Es waren 44 Boss Hoss da als Mopeds und ein Trike aus England, also so 45 Boss Hoss Produkte, sage ich jetzt mal, aus der Boss Hoss Schmiede, aus Dyersburg. Und das war selbst bei den Amerikanern noch nie gewesen. Also man kann wirklich mit Stolz sagen, nicht nur europäisches Boss Hoss Treffen, das war also ein weltweites größte bis jetzt. Und auch wenn sich die Zahl
verschwindend gering anhört, aber es ist einfach ein Spektakel, wie man 44 V8 Boliden auf einem Platz hat. Brutal. Resümee, wenn wir jetzt auf die letzten drei Tage zurückschauen, da kann man eigentlich nur, ja, nur sagen, absolut positiv. Wir haben natürlich Rundfahrten gestartet unter den Teilnehmern und so viel Lob ist selten verschüttet worden, sage ich jetzt einmal, wie die letzten drei Tage, was hier zustande gekommen ist, was wir eigentlich hier aus dem Boden improvisiert haben, hat alles wunderbar funktioniert und alle sind hochauf zufrieden und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Ja, und wir erst recht. Also, bis bald.